Leute, was geht ab? Ich bin's, euer Enrico Italia und in diesem Video soll es mal um das Finance and Felony Update gehen, das am 7.6. kommt und ich feiere dieses Update schon richtig hart, ihr habt ja auch schon den Trailer dazu gesehen und ich würde einfach mal sagen, dass wir jetzt die Highlights nacheinander von den Autos durchgehen, also ich würde euch jetzt mal alle Autos vorstellen, die wir in diesem Trailer schon gesehen haben und es ist auf jeden Fall eine Menge und wir fangen gleich mal an mit dem ersten Screenshot, den ich gemacht habe. Angekommen beim ersten Screenshot von den ganzen Screenshots, die ich gemacht habe, kann man schon einiges erkennen. Ihr seht ja auch schon im Hintergrund zwei neue Fahrzeuge. Ihr werdet zum Beispiel schon ein bisschen den Enos Windsor erkennen. Kann man jetzt, sage ich jetzt mal, sehr, sehr schlecht erkennen. Ich weiß, auch die Qualität ist hier nicht die beste. Dafür muss ich mich einfach nochmal entschuldigen. Das liegt einfach am Downloader. Aber man kann wirklich schon sehr, sehr viele Details auch erkennen. Zum Beispiel, dass man hier zwei neue Fahrzeuge hat. Und ich denke mal, warum zwei? Eigentlich sind es ja drei neue Fahrzeuge, ihr seht hier einmal zwei SUVs und ein Coupé. Und ich denke auch bei dem Coupé wird es sich um den Enos Windsor Cabrio Version handeln. Das bedeutet, ihr könnt dann wahrscheinlich diese Version dann mit dem Verdeck kaufen. Ihr könnt es dann runter und hoch machen, also nicht das, was ihr immer macht, das runter und hoch, sondern halt beim Auto, ihr wisst Bescheid. Und natürlich bei den SUVs kann man die auch panzern. Und wahrscheinlich kann man die dann auch wieder ungepanzert kaufen und natürlich dann auch wieder mit einer gepanzerten Version, so wie es bei dem Executive and Criminals Update war. Und ich finde auf jeden Fall den ersten Screenshot schon mal richtig geil. Macht mich auf jeden Fall richtig heiß auf die nächsten Screenshots. Und warum sage ich jetzt hier die ganze Zeit zwei Autos und nicht drei neue Autos? Denn ich bin der Meinung, dass die hinteren beiden SUVs die gleichen sind. Und ich denke auch, dass sie von der Marke Benefactor hergestellt werden. Und würde ich sagen, gehen wir weiter zum nächsten Screenshot. Bei dem zweiten Screenshot von diesem geilen Trailer verstärkt sich nochmal meine Vermutung bei diesem Enos Windsor, dass es sich um eine Cabrio-Version handeln wird, denn man sieht nochmal ganz deutlich dieses schöne rote Dach und eventuell wird es hier ein Stoffdach sein. Wer weiß es, man sieht hier auch wahrscheinlich sehr gut den CAO von der eigenen Organisation dann, die die ganzen Schmuggelwaren dann hin und her bringt und wahrscheinlich sind dann die beiden SUVs die gleichen und sozusagen die Leibwächter dann, denn Rockstar hat ja auch angekündigt, dass der Secure Service dadurch auch ausgebaut wird und ich denke mal, dadurch wird man dann auch sehr viele neue Möglichkeiten haben. Nochmal zurück zu den beiden SUVs, die auch dieselben sind, schätze ich, sieht man ja auch ein bisschen an den Lichtern und von der Form her. Und hier sieht man auch mal, auch wenn es ein bisschen verpixelt ist, ich weiß, sieht man nochmal ein bisschen, dass diese Fahrzeuge auch gepanzert sind. Und eventuell werden diese Fahrzeuge dann in der ungepanzerten Version schneller sein als der Huntley S, der im Moment ja der schnellste SUV im Spiel ist. Und das fände ich auf jeden Fall richtig nice, wenn wir mal so ein bisschen neue, super gute Autos haben in den einzelnen Klassen. Aber bitte nicht wieder sowas wie den Chef der V12 gepanzerte Version, der dann die ganze Limousinenklasse kaputt macht. Bitte sowas nicht, Rockstar. Aber ihr wisst Bescheid, was ich damit vermute oder auch euch sagen will. Und ich fände auf jeden Fall sowas richtig gut, wenn es dann sozusagen ein neues Auto ist, das sich mit dem Huntley S auf jeden Fall auch messen kann. Kommen wir weiter zum dritten Screenshot. Bei dem dritten Screenshot aus dem neuen Trailer sieht man ganz deutlich, dass dieser neue SUV gepanzert ist. Man sieht hier die ganzen Panzerplatten an den ganzen Türen. Wahrscheinlich wird dieses Fahrzeug auch wieder eine Panzerfaust aushalten. Ich habe ja mal sozusagen ein bestes gepanzertes Fahrzeug in GTA Online ein Video hochgeladen. Dort habe ich aber leider einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe immer eine Granate bzw. eine Panzerfaust dazugerechnet. Das heißt, wenn das Auto bei der zweiten Panzerfaust draufgegangen ist, hat es eigentlich im Prinzip eine ausgehalten. Da habt ihr auf jeden Fall recht gehabt in den Kommentaren. Das muss ich einfach zugeben. Und ich denke, bei diesem Fahrzeug wird es auch wieder so sein, dass dieser SUV eine Panzerfaust oder Granate, wie auch immer, aushält. Und persönlich gefällt mir die Form von diesem SUV, von den neuen Benefactor SUV gepanzerte Version wahrscheinlich dann richtig, richtig gut. Das muss man einfach an der Stelle mal sagen und ich würde sagen, gehen wir weiter zum nächsten Screenshot. Bei dem vierten Screenshot bestätigt sich sozusagen meine Vermutung bei dem Enos Windsor, dass es eine Cabrio-Version sein wird, denn man sieht hier ganz deutlich, dass diese Variante von dem Enos Windsor kein Dach hat. Das heißt, man kann entweder entscheiden, ob man jetzt vielleicht ein Dach haben will, ob man ein Stoffdach haben will, ob man vielleicht das normale Dach haben will oder verschiedene Varianten wie bei den ganzen Lowridern. Persönlich fände ich das Ganze ziemlich gut, aber natürlich sind das nur Vermutungen von mir.
aber es könnte natürlich höchstwahrscheinlich so sein, denn ihr habt ja von dem anderen Screenshot auch von dem Enos Winzer gesehen, von dem ersten Screenshot, dass es so eine Variante dann auch mit einem Dach gibt. Und ich würde sagen, gehen wir einfach mal weiter zu dem fünften Screenshot, aber dazu will ich nochmal ganz kurz was klarstellen, denn in diesem Video soll es eigentlich nur um die ganzen Fahrzeuge von diesem neuen Update gehen, denn vielleicht der ein oder andere wird es vielleicht schon auf meinem Channel gesehen haben. An sich geht es bei meinem Channel immer nur um die ganzen Fahrzeuge, die jetzt neu sind oder auch die man dann testen kann, beziehungsweise welche Klassen die besten sind, was vielleicht am besten ist fürs Tuning. Da werde ich auf jeden Fall nochmal ganz viel drüber machen, aber natürlich werde ich nicht so wie die ganzen YouTuber 60 Videos zu einem Update machen. Vielleicht werde ich dann sehr viele Speedtests auch machen, das heißt, wenn das Update dann an den Tag erscheinen wird, werden vielleicht auch mehrere Videos von mir kommen. Ich würde euch dafür einfach nochmal ein bisschen vorwarnen, denn in der Vergangenheit, wo die ganzen Updates kamen, wie zum Beispiel das Executive and Criminals Update, habe ich immer sehr viel Speedtests hochgeladen mit den verschiedenen Autos auch und es kam meistens sehr gut an. Deswegen will ich es auch fortführen und es ist auch immer sehr interessant, welches Fahrzeug jetzt wo gut abschneidet und wie jetzt zum Beispiel die Acceleration, also Beschleunigung von welchem Fahrzeug so und so gut ist. Aber ich würde sagen, gehen wir einfach mal weiter zu dem fünften Screenshot. Bei dem fünften Screenshot von diesem Trailer sieht man deutlich den Pegase Reaper aus dem neuen Trailer beziehungsweise von dem neuen Update und ich persönlich denke, dass dieses neue Auto eine Mischung sein wird aus dem Lyrican Hypersport plus dem Lamborghini Huracan oder Lamborghini Aventador. Ich denke, das trifft es sehr, sehr deutlich oder beziehungsweise sehr gut bei diesem Fahrzeug. Und ich denke auch, dass dieses Fahrzeug richtig schnell sein wird, denn es wäre richtig geil, wenn dieses Fahrzeug sozusagen mit einem T20 oder Osiris mithalten kann. Wie gesagt, dazu werde ich auf jeden Fall Speedtests hochladen auf meinem Kanal, werde ich so ein bisschen Tipps geben, ob dieses Fahrzeug jetzt eher gut ist für Rennen oder nicht, ob man es irgendwo nutzen kann, ob es einen Nutzen hat oder nicht, ob die anderen Supersportwagen zum Beispiel besser sind, beziehungsweise ob der Sportwagen vielleicht besser ist als der Pegase Reaper. Da seid auf jeden Fall gespannt drauf. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu dem sechsten Screenshot. Bei dem sechsten Screenshot handelt es sich wieder um einen neuen Supersportwagen. Diesmal ist der Name des Supersportwagens noch nicht bekannt, aber ich gehe stark davon aus, dass es ein Mix ist aus dem Aston Martin Vulcan von der Front her. Dazu habe ich im Hintergrund mal ein Bild für euch eingeblendet, wie dieses Fahrzeug im echten Leben aussieht. Und vielleicht auch noch einen Mix aus dem Ford GT 2017. Ich denke, das trifft es eigentlich sehr gut. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie dieses Fahrzeug sich dann so fahren wird und wie dann auch die ganzen Lackierungen bei diesem Fahrzeug aussehen wird. Also ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Dazu werden dann natürlich dann auch ausgiebige Videos kommen, die natürlich dann auch zu Informationen dienen. Und ich würde sagen, gehen wir weiter zu dem siebten Screenshot. Bei dem siebten Screenshot handelt es sich wieder um ein neues Fahrzeug und zwar diesmal ein roter Flitzer, sage ich jetzt einfach mal, von der Marke Grotti. Und ihr wisst ja, Grotti wird auf jeden Fall im echten Leben Ferrari sein und sollte so eine Anspielung sein. Und ich finde auch, dieses Fahrzeug ist eine Anspielung auf den Ferrari F12 und ich finde, dieses Fahrzeug ist im echten Leben ein richtiges Biest und deswegen finde ich auch, dass dieser neue Wagen von Grotti vielleicht auch ein Sportwagen sein wird und da werde ich auf jeden Fall dann auch wieder dieses Fahrzeug gegen andere gute Sportwagen testen und seid auf jeden Fall mal gespannt. Da würde ich sagen, gehen wir einfach weiter zu dem nächsten Screenshot. Bei dem achten Screenshot ist es so, dass wir eventuell diese Fahrzeuge schon in GTA haben und dann vielleicht aufrüsten können. Das könnte ich mir gut vorstellen. Falls ihr diese Fahrzeuge schon in GTA gesehen habt oder auch vielleicht kennt, dann schreibt es bitte in die Kommentare, wie dieses Fahrzeug denn auch dann heißt. Und ich könnte mir dann auch echt wirklich gut vorstellen, dass wir solche Fahrzeuge vielleicht dann auch in Benny reinfahren können. Denn ihr seht hier auch dieser gepanzerte SUV. Gut, ob der jetzt gepanzert ist, weiß ich nicht, denn er hat ja an der Seite nicht so Panzerplatten dran. Aber man sieht ja deutlich, dass dieses Fahrzeug eine Schiebetür hat und ich kann mir da auch echt gut vorstellen, dass wir dieses Fahrzeug vielleicht auch mal in Benny reinfahren können und würde vielleicht auch mal ein bisschen mehr Sinn ergeben, dass wir nicht die ganzen Lowrider nur reinfahren können und Tuner-Fahrzeuge, vielleicht auch mal dann richtige gepanzerte Fahrzeuge, das wäre auf jeden Fall richtig nice und ihr seht ja auch die ganzen Tuning-Teile von diesen ganzen Autos beziehungsweise von demselben Auto, von demselben SUV. Und ihr seht die ganzen Dächer, Lichter, unnormal. Ich bin da auf jeden Fall richtig gespannt drauf. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum neunten Screenshot.
Bei dem erneuten Screenshot handelt es sich wieder um dasselbe Fahrzeug, wieder um denselben SUV, vielleicht auch Transporter, da bin ich mir nicht ganz sicher, eventuell könnte es auch ein Transporter sein. Aber was man wieder deutlich sieht, ist die Schiebetür, man sieht wieder das Dach mit den vielen Reifen drauf, man sieht auch die Heckseite mit den ganzen Reifen drauf und man sieht auch die Heckstoßstange, wo man auch so einen richtig geilen, sag ich jetzt mal, einfach so einen Bumper hinmachen kann und das gefällt mir richtig, richtig gut. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie viele Tuning-Optionen insgesamt dieses Fahrzeug dann haben wird. Bei dem 10. Screenshot handelt es sich um einen neuen LKW, den wir auch in GTA Online bekommen werden und ich finde es richtig geil, dass wir auch mal wieder einen neuen LKW bekommen. Und ich muss sagen, dieser LKW sieht an sich richtig europäisch aus, hat einen europäischen Look, vielleicht von der Marke MAN, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und man sieht einfach auch deutlich, dass man sich an diesen LKW auch dranhängen kann mit seinen Kollegen. Und vielleicht werden wir auch, beziehungsweise sicherlich und hundertprozentig, werden wir diesen Wagen auf jeden Fall auch in den ganzen Missionen dann verwenden. Und ich finde es so genial. Wie gesagt, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch einfach mal Feedback da. Und falls ihr es euren Freunden auch mitteilen wollt, was ihr vielleicht alles Neues in diesem Update dann bekommen werden oder falls ihr zum Beispiel was noch nicht wusstet, was vielleicht noch im Trailer war, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare oder wie gesagt, geht es weiter an eure Freunde. Das hilft mir auf jeden Fall sehr viel. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen und in dem Sinne war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen, euch hat es ein bisschen geholfen. Und spart auf jeden Fall euer Geld für dieses Update. Es wird auf jeden Fall nicht billig, das kann ich euch sagen. Und an sich bin ich jetzt ja nicht auf die ganzen Sachen so eingegangen. Ich bin ja bis jetzt nur auf die ganzen Autos eingegangen. Falls ihr jetzt zum Beispiel mehr über das ganze Update wissen wollt, was man zum Beispiel da in den Missionen alles machen kann, wie zum Beispiel das Haus in der Maze Bank aussieht und so weiter und so fort, dann empfehle ich euch einfach mal bei Replay Old School vorbeizuschauen oder bei IDZock. Diese Personen setzen sich damit mehr auseinander als ich, weil auf meinem Channel geht es einfach mehr um die Autos in GTA Online und darauf habe ich mich ein bisschen spezialisiert. Und ich würde sagen, ich bin jetzt an der Stelle wirklich raus. Haut's da rein, euer Enrico Italia. Peace. Ciao.